Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Schau mal, das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gut erkennbar, was das sein soll. Oder du bist schon ein Gefuchser. Wir haben ein Bett. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht schlafen. Ein Bett. So, und zwar habe ich noch ein bisschen Raubzug gemacht, jetzt nach der letzten Aufnahmesession. Ich habe gerade was im Auge, ist ja unangenehm. Und da habe ich versucht, Smaragde zu finden, habe ich natürlich keine gefunden. Dabei ist mir auch aufgefallen, ich habe nochmal in die alten Aufnahmen reingeschaut. Ich weiß jetzt, ich habe hier oben plötzlich das Mana nicht mehr, ne? Ach. Ach so. Das heißt, ich hätte jedes Zuhause einfach wiederfinden können, wenn ich mir nur die Zahlen gemerkt hätte. Unfassbar. Man will es gar nicht glauben. Ich habe nochmal in die alten Videos reingeschaut, jedenfalls wollte ich gerade sagen. Da habe ich gesehen, dass ich hier irgendwo Aragorns Auge trug und deswegen so viel Mana hatte. Tja, jetzt ist die Frage, wo ist Aragorns Auge hin? Habe ich es irgendwo abgepackt? In irgendeine Kiste? So, das Fleisch nehmen wir mal alles raus. Alles der Drachen. Der Drachen kriegt jetzt unser ganzes Fleisch. Übrigens ist der Drachen jetzt auch weg, wie du vielleicht sehen kannst. Er ist nicht mehr am Schwert. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt. Ich verstehe nicht so ganz. Wir rufen ihn mal. Da ist er. Jawohl. Und es ist auch nicht mehr zu sehen am Schwert. Keine Ahnung warum. So, komm mal her. Drachilein, komm mal her. Du kriegst es von. Gib mal, komm mal her. Ich will dich nicht hauen. Okay, der hat also Äpfel. Jetzt kriegt er auch noch Fleisch. Der soll sich gut ernähren können. Der scheint aber auch gesättigt zu sein. Aber der ist erst Level 6. Warum der nicht aufsteigt, weiß ich nicht. Aber wo ist Aragogs Auge? Das habe ich verloren. Irgendwo habe ich das scheinbar mal angeklickt aus Versehen. Dann ist es mir aus der Tasche gefallen. So, was diese Kugel macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls können Sie mir nicht helfen, Äpfel vom Baum zu holen. So, unser Drachen, der muss kämpfen. Ich weiß aber nicht, der ist Level 6. Und beim Schauen der alten Videos ist mir auch eins aufgefallen. Der Aragog, als er den besiegt hatten, als er mal an einem Bug festhing, da haben wir den Drachen gelevelt. Und nur da. Das war das einzige Mal, glaube ich. So, jetzt pass mal auf, jetzt guck mal ins Rezeptbuch. Das gibt irgendwas, womit wir uns teleporten können zu unserem Bett. Was macht denn eine magische Kugel? Lass uns mal verstehen. Verwende Pfeile als Munition, um Mobs aus der Distanz abzuschießen. Kann deinen Gegner vergiften und für 30 Sekunden immer wieder 10 Schaden zufügen. Braucht einen Bogen, um den Pfeil zu schießen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Beschreibung ist. Teleportieren. Da. Zwei Sticks und zwei Rabenflügel. So, jetzt gucken wir das. Das haben wir doch. Ein Rabenflügel? Fuck. Rabenflügel. Nein, haben wir nicht. Wir haben dann nur diese komischen Klauen der Spinnen. Nochmal reinschauen. Weil es ist ein Irrtum vielleicht. Teleportieren. So, das Bett haben wir geklärt. Wir brauchen eine Sache Rabenflügel. Ein Gerät, welches deiner Zeit voraus ist, es erlaubte dich zu jedem Bett, welches du gesetzt hast, zu teleportieren. Also, ohne so ein Ding sollte man nicht außer Haus gehen und das ist ganz richtig. Also Rabenflügel finden. So.
Und einen Bogen können wir noch nicht machen. Wir sind einfach noch viel zu low-levelig. Wir machen aber tierischen Schaden mit unserem Schwert. Schauen wir doch mal, ob wir das schaffen könnten. Mann! Komm, einen Rabenflügel noch. Drachen, hol doch mal so einen Raben noch. Zaunkönig. Juhu! Juhu! Teleporter, ganz wichtig. So, und dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben zu sterben. Dann können wir nämlich auch einfach zurück teleportieren. Also, den noch mit dazu. Jetzt haben wir zwei Rabenflügel. Sticks haben wir 12. Schauen wir uns das doch mal an. Eins, zwei, wie war das? War das so? Teleporter, so. Und jetzt? Das Bett haben wir ja abgebaut im Haus. Verwenden. Zu Hause, das sind unsere Betten. Ah, ja. Tidam. Gut, Mana lädt sich ja wieder auf. Ah, so geht das. Wie cool ist das denn, Alter? So, den werden wir mal immer dabei haben. Jetzt können wir auch mal nach Sand suchen gehen. Vielleicht eine Schaufel noch mal mitnehmen. Drachen, wo bist du? Komm mal her. Du kriegst jetzt noch einen Apfel von hier. Komm. Hey, Elektrik-Kate, was machst denn du da? So, noch ein Apfel für dich. So, jetzt schaffen wir noch schnell das Holz, was wir noch dabei haben, weg. Was auch immer das ist, im Moment ist noch. Ich glaube, damit rein, genau. Erde ist das. Erde. Steine können wir immer. Ach komm, packen wir erstmal hier rein. Wir können sie jetzt teleportieren. Drauf gepfiffen. Was diese magischen Kugeln sind, weiß ich nicht. Ich pack die mal hier mit rein erstmal. Ich glaube, die haben wir von Aragog bekommen damals. Lange ist es schon her. Lange ist es her, dass wir uns zuletzt sahen. Eine Schaufel wollte ich bauen. Steine habe ich natürlich weggegeben. Ach. Mann, Gehirn wie ein Sieb. Unfassbar. Komm her jetzt. Das war der falsche. Hier müssen wir also auch Schilder bauen. So. Und zwar eine Schaufel. Ich glaube, ist das wie bei. So. Pass mal auf. Das Ding ist ja so, wir können doch hier Werkzeuge stacken. Also ist das doch überhaupt kein Problem. So. Haben wir drei Schaufeln. So. Steine zurücklegen. Was fehlt noch so? Wir haben sechs Schwerter, wir haben acht Spitzhacken, wir haben drei Schaufeln, einen Hammer. Wofür man den braucht, weiß ich eh nicht. Jetzt gehen wir mal suchen. Noch mal ein bisschen Sand holen, damit wir in die Höhle zurückgehen können. Natürlich laufen wir bei Nacht jetzt durch die Gegend. Und ich weiß nicht, warum unsere Electro-Cat nicht levelt. Ich weiß nicht, warum sie nicht mehr. Ich glaube, das hat ein bisschen mit den Quests zu tun. Graben. Das ist Schnee, oder? Spielt keine Rolle. Egal. Ist auch hell. Ich kann auch Schnee da unten hinlegen. Stört mich auch überhaupt in keinster Weise. Ich habe auch irgendwie einen Bug gefunden. Oder vielleicht ist es auch ein Cheat. In einem der Häuser, die ich untersucht habe gestern, habe ich auch festgestellt, egal wo man hindrückt, einfach nur hinzudrücken, bekommt man Erfahrungspunkte. Deswegen bin ich jetzt schon auch Level 30. Ich habe diesen Bug einfach an der Stelle mal genutzt und habe ganz wild in dem Haus rumgeklickt. Ich weiß aber nicht, ob das so bewusst gemacht ist, ob das Absicht ist. Hätte ich das noch bis Level 100 machen können, aber du siehst ja, dieser Erfahrungsbalken, der jetzt im Moment auch immer größer wird, da oben, mit jedem zerfallenen Stein. Was ist denn das?
ein böser Drachen. Wie mir jemand aus der Community verraten hat, sollte man wilde Drachen töten und die Herzen unserem Drachen geben. Wofür auch so richtig, habe ich es zwar nicht so ganz verstanden. Finden wir aber raus noch. Das machen wir noch. Schade ist es mit den. Ich habe auch ein bisschen unsere Magnetreichweite erhöht, damit ich hier die Sachen relativ unproblematisch einsammeln kann. Und trotzdem liegt das hier alles noch rum. Ein Rabe. So, das ist glaube ich Schnee, was wir hier eingesammelt haben. Jetzt gucken wir uns das mal an. Entweder killt er den Ted oder der Ted killt den. Das ist mir ganz egal. So, ich habe eingeschmolzen. Jetzt hat er noch 640 Lebenspunkte. Ich habe ein paar Sachen eingeschmolzen. Wir sollten ganz unproblematisch in der Lage sein, ein Goldschwert zu bauen. Und das macht ja mehr Schaden. Unsere Elektrikette hat irgendwie auch Schaden genommen, wie es aussieht. Die heilt sich aber gerade. Aber irgendwie, was ist denn dieser kackgelbe Balken da? Ich verstehe das nicht. Der Drachen kämpft gegen Ted. Wir machen einfach immer mal einen Schlag drauf. Ted hat noch 100 Lebenspunkte. Entweder erwischt es den. Oder auch uns. Wir schwimmen übrigens hier, habe ich das Gefühl gerade. Ist das der Leviathan? Oh ja, der. Oh, schnell Platz machen. Fische sind das auch? Das ist unser Drachen da. Das ist ja unfassbar. Jetzt gucken wir doch mal. Ist er weg? Shit. Ist er abgehauen? Mist, den hätten wir haben können, den hätten wir schaffen können. Ich sehe gerade nicht, wo unsere Luft ist. Doch, da oben ist sie. Wir atmen mal ein bisschen durch. Guck mal, was ist denn das da unten? Was bist denn du? Ein Tintenfisch, Level 3. Ich höre doch den Drachen immer noch. Das Schlimme ist, dass ich nicht so richtig sehe, wo das Wasser zu Ende ist. Das ist unsere Electricat, also ist der große Drachen leider geflohen. Den hat einfach der Ted fast fertig gemacht, wie es aussieht. So, das ist ja weiter Schnee, glaube ich. Hier ist Gewitterbereich. Sind wir zu weit schon von zu Hause weggelaufen? Mit so einem Teleporter in der Tasche fühlt man sich gleich so viel sicherer irgendwie. Okay. Zauberer Level 70, den will ich mal lieber nicht angreifen. Das endet nicht gut. So, wir haben jedenfalls 85 Blöcke von irgendwas, keine Ahnung. Ab nach Hause. So, da sind wir. Auf unserem Bett. Ach, das ist toll. Diese Funktion ist phänomenal. Jetzt ab nach unten. Wir haben 14. Ach so, jetzt pass auf. Speichern. Komm mal her. Wir gehen mal schnell hier an den Ofen. Genau, wir haben 9 Gold. Die nehmen wir mal raus.
Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Wir machen das mal so. 2, 1, 2. Langes Schwert. So. Das packen wir auf diese Stelle. Und so. Und dann machen wir es so, dass wir dieses Schwert hier reinpacken erstmal. So, dann nehmen wir mal zwei lange Schwerter mit. Das sind jetzt aus Gold gefertigte Schwerter. Kein Plan, ob die nun zu viel besser sind. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal mit so einer Waffe Aragog zu platt zu machen. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind Smaragde. Smaragde habe ich nach wie vor nicht gefunden. Und dann wurde es langsam auch dunkel hier unten, sodass es also schwer war. Pass auf, jetzt legen wir hier nochmal... das ist Schnee, ne? Ist aber egal. Der wird schon nicht wegtauen. Das sollte zumindest zu sehen sein. Vom Weiten. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, wenn wir jetzt in eine Runde rumlaufen. Ach, dieses fucking Erdbeben schon wieder. Aber wir haben noch ein paar Lebenspunkte. Es ist uns auch das Sterben ganz relativ egal. So, Krieger Goblin Level 28, da haben wir keinerlei Chance gegen den. Das ist aber natürlich ein Problem. Oh, das ist noch ein größeres Problem. Fuck, Mann, ich komme nicht raus. Aragog, der hat nur 437 Lebenspunkte. Mann, und ich habe keinen Heiltrank dabei. Wo ist unser Drachen eigentlich? Der ist bestimmt vorhin verendet irgendwo. Electricate, komm. Guck mal, hinten ist Aragog. Meinst du, wir haben eine Chance jetzt? Ich habe keine Fernkampfwaffen. Das wäre so schön. Der haut sowieso ab, das weiß ich jetzt schon. Das Mistvieh rennt nämlich weg. Hau mal drauf, hau doch mal drauf, hau doch mal drauf. Hau doch mal drauf, Heini. Und unser Drache macht einfach keinen Schaden. Wie nah muss ich denn an den rangehen? Das ist nicht. Den kriegen wir nur als mit der Fernkampfwaffe platt. Jetzt, wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. 169 noch. 39 noch. Komm, 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 komm. Und noch ein Schlag. Jawoll. Und jetzt haben wir auch den Drachen wieder gelevelt. Also, dieser Drachen scheint immer dann zu leveln, wenn wir etwas besiegen, was aggressiv auf uns ist. Alle neutralen Wesen scheinen das nicht zu interessieren. So, aber wenn man Aragog tötet, soll man ihn eigentlich auch bekommen. Das sind wieder nur so eine Magiepfeile. Was bist du jetzt? Level 8? Naja, nicht doll. Was ist das hier? Eisen, glaube ich, ne? Ach ne, hatten wir gestern schon mal. Das ist alles Gold hier. Nutzloses Gold. Eine goldene Spitzhacke wäre wahrscheinlich ganz prima jetzt im Moment. Geht es wahrscheinlich alles ein bisschen schneller. Wir haben zum zweiten Mal Aragog besiegt und haben ihn noch nicht als aufrufbare Kreatur. Aber wir haben ja auch das fucking Inventar voll. Mann, 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 das ist zum Piepen hier. Sammle Golderz.
Level 8 ist unserer. Okay, wir müssen. Wir müssen also Monster besiegen, die Aggro auf uns haben, die böse sind. Aber das sind ja die Spinnen auch. Also normalerweise. Guck mal, wir sind in der Stufe 8. Das müsste es ja eigentlich schon. Jawohl! Unser Drachen schafft die! Der macht die Armkreuze kaputt! Unfassbar! So cool! So cool, unser Drachen schafft es, Armkreuze zu kaputt zu machen. Sehr gute Arbeit. Ach, jetzt drauf geschissen. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben einen Teleporter. Wir brauchen den Ausweg nicht mehr finden. Wir müssen nur noch reinfinden und Smaragde finden. Geht's noch weiter? Sehr gut. Unser Drachen macht jetzt erstmal die ganze Arbeit für uns. Ich glaube, der wird sich wahrscheinlich dadurch auch selbst hochleveln. Das ist ja alles nur Eisen. Wo finden wir denn verdammt nochmal Smaragde? Also, pass mal auf. Ich kann ja hier fliegen, ne? Das ist wahrscheinlich auch ganz nützlich. Hier sind Kohlen. Das ist nochmal hergekommen. Was ist das hier? Ein Kriegergoblin. Hier haben wir noch ein paar. Das habe ich festgestellt, können wir gebrauchen für irgendwelche Rezepte später. Hier wird wieder gegen ein Armkreuz gekämpft, aber diesmal nicht von unserem Drachen. So wie es aber aussieht, ist der Kampf recht schwer für denjenigen, der es. Unser Baby Hugo hat es versucht. Okay. So. Stirb. Es ist die Frage. Wenn der die jetzt alle killt. Diese Level 3 Mistkrebel hier, das ist ja alles nicht wert, ne? Aber dann levelt er sich vielleicht selbst hoch. Das wäre super. In der Zeit, während er so kämpft, suchen wir hier nach Smaragden. Wenn ich doch wüsste, hier leuchtet irgendwas grün, da leuchtet was grün, guck mal. Ob das Smaragde sind? Was Rotes leuchtet ja auch. Und das ist so assi, dass wir hier nichts. Also, das ist so blöd. War auch dumm von mir, das Golderz mitzunehmen. So, was haben wir denn jetzt? Das hier? Okay, brauchen wir nicht. Die Gifte, den Teleporter, den brauchen wir definitiv. Das Golderz, die drei. Ach, den hauen wir die drei Golderz-Sachen mal weg. Weil wir im Moment Smaragde brauchen. Jawohl, Smaragde, das sind also die grünen Felder. Da, wo es grün leuchtet, ist also genau unser Platz. Von 10. Also, wo leuchtet es noch grün? Das ist hier gelb. Da ist ein grünes Fensterchen. Ich dachte, dass unser kleiner Helfer kommt und das hier erklärt, aber habe mich geirrt. Gelb. Das ist ja das Schöne, ist ja wirklich, man sieht. Wenn es irgendwo leuchtet, ist auch gelb. Ich sehe dich.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann diese ganzen Kreaturen mal alle aggro auf uns wären. Aber im Moment haben wir eben noch Glück. Hier leuchtet es rot, das wird wieder Eisen sein. Violett. Also wir suchen nach grünem Licht. Gelbes Licht. Ich würde sagen, da hinten ist grünes Licht gerade gewesen. Da oben. Ne, das ist ein Spinnennetz. Wir verlaufen uns jetzt total, aber das macht nichts. Ich glaube, hier unten waren wir schon. Wo ist denn jetzt? Smaragd. Da ist nochmal was Grünes. Oh, Aragog! Ach nee. Eine Spinne, Stufe 4. Komm mal, Elektrikett. Ach, das machst du so toll. Das machst du so bra. Aragogs Auge. Pass auf, nimm mal du doch einfach dich selbst mit. Geht das so? Jetzt pass mal auf, kann man das? Das habe ich, glaube ich, wieder angelegt, ne? Aragogs Auge. Und jetzt. So. Haben wir auch wieder ganz viel Mana. Schau mal. Haben wir es zurück. Du nimmst mal dich selbst, das ist gut. Den ganzen Schnee hat die auch. Unsere kleine Miezi. 6 von 10. Wo ist es noch grün? Man muss aber ein bisschen aufpassen. Der kleine Drachen ist so schnell mit dem. Lampen. Der ist so schnell mit dem Aufsammeln. Ach, guck mal, was ist denn dahinter? Ist das ein Haus? Alter, guck mal, ich hab. Würde man das als Dungeon bezeichnen können, was ich hier gerade gefunden habe? Eine alte Mine, ein Haus. In dem aber nichts drin ist. Jetzt wäre natürlich cool. Was ist das da? Ich kann es ja eh nicht mehr aufsammeln. Wird nur ein normaler Steinblock sein, ne? Wir brauchen im Moment, auch wenn es extrem wertvoll ist, Storage Row. Wir werden mal jetzt diese Kiste hier nutzen und einfach mal was da reinpacken. Nämlich, bevor wir was verlieren. Vielleicht habe ich das Glück, hier irgendwo ein Bett zu finden, wo wir das. Was ist denn das? Vergessener alter Stein. Vielleicht finden wir hier unten auch ein Bett. In einer der Zellen. Ritter Level 5. Der scheinbar festhängt. So, was ist das hier? Ist das ein Bett? Ich weiß ja nicht, wie die Betten hier aussehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt haben wir die Knochen einstecken. Mann, das gibt's alles nicht hier. Komm. Dunkler Ritter Monster Spawner. Ach so. Ach so, na dann bin ich mal nicht so sein, das setze ich wieder hier hin. Aber ich mache die Türe ganz schnell zu. Ich möchte gerne ein Bett finden hier unten. Das ist nämlich unsere Chance, eine Höhle unter der Erde noch gleich unser Zuhause zu nennen. Hier sind ja Treppenstufen nach oben. Vielleicht kommen wir da auch an der Oberfläche raus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. Aber cool wäre echt, wenn es hier ein Bett gäbe jetzt.
vollkommen abgekommen von der eigentlichen Idee, Smaragd zu suchen. Oh, was haben wir denn hier? Ist das ein Säureboden? Ja, ist es. Aus dem wir nicht mehr rauskommen. Doch fliegend. Wie mir scheint. Puh. Okay. Warum aber auch immer alles ausprobiert werden muss. Man ahnt schon Säureboden. Was macht man? Man trampelt einfach mal rein. So krass, was hat was. Also, ich will mal ehrlich sagen. Das habe ich jetzt hier einfach mitten unter der Erde gefunden. Ich finde auch garantiert nicht mehr raus aus der ganzen Suppe hier. Schade, dass ich kein Bett finde. Da sind Spinnen. Dass hier auch ein Spawner ist. Fakt ist, ich muss die Aufnahme beenden. Es ist Zeit, wir kommen zum Ende. Bevor uns die Dateigröße einen Strich durch die Rechnung macht, mache ich es gleich selbst. Aber es ist so. Man will ja irgendwie diese. So eine Entdeckungsreise will man ja nicht aufgeben hier. Man kann ja nicht aufhören, wenn man einfach mittendrin ist. Jetzt hängt auch die Steuerung so ein bisschen. Auch ein Monster-Spawner und das ist kein Smaragd hier, oder? Ne, Smaragd war ja grün. Das ist wieder das blaue Zeug. Das nervt ein bisschen. Das nützt alles nichts. Wir werden hier sowieso nicht mehr rausfinden. Und ein Bett werden wir hier auch nicht finden. Also mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Und wir schauen weiter, wenn wir auf der Suche nach Smaragd in der nächsten Folge. Also dann, bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Gute. Tschüss!